Schön, ja, vielen Dank fürs Gebet, für die Einleitung und wir starten einfach ohne große Vorrede. Römer 4, ja, Abraham, also Paulus hat im Römerbrief ja eigentlich seine große Verteidigungsrede für den christlichen Glauben aufgesetzt, ja. Der Römerbrief ist eigentlich so das Kernstück im Neuen Testament, was Rechtfertigung in Christus angeht. Und eigentlich muss man sagen, ist das schon ein ziemlich weit entwickeltes Christentum oder weit entwickeltes Evangelium gewesen. Weil die Frage war ja die, wenn Gott tatsächlich auf Golgatha seinen Sohn geopfert hat, was heißt das denn jetzt? Versetzt euch mal in die Situation der Juden in Jerusalem. Also gut, wir glauben, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, dass dieser Zimmermann von Nazareth wirklich der Messias war. Also dann hat ja Gott seinen Sohn geopfert. Müssen wir denn dann noch weiter opfern im Tempel? Oder sollen wir das Opfern jetzt aufhören? War das das letztgültige, ultimative Opfer, was Gott von uns wollte? Und sind die Opfer im Tempel dann damit obsolet? Oder müssen wir die weiter? Das wäre eine Frage. Oder opfern wir glauben an das Opfer Jesu und wir machen die Opfer im Tempel nur noch so als Erinnerungsopfer? Weil es steht ja schließlich im Wort Gottes formuliert. Ja? Also wir können das ja nicht einfach aufhören, oder? Können wir einfach den Tempel jetzt zuschließen? Der hohe Priester lernt halt einen anderen Job, ja? Wir glauben nur noch an Jesus und dann ist es alles vorbei. Ist es das? Was ist denn überhaupt passiert? Ist mit Jesus vielleicht sogar ein neues Priestertum angefangen? Naja, werden Christen sagen, natürlich ein neues Priestertum, das Priestertum nach der Weise Melchisedeks, oder? Und zwar ist das ja ein ewiges Priestertum. Ja gut, sagen die Juden, aber wenn jetzt Jesus ewiger hoher Priester ist, er ist Opfer und Priester gleichzeitig, einverstanden, was machen wir denn jetzt mit unserem hohen Priester? Gilt das Priestertum dann noch von Levi und Aaron? Das waren ja alles Fragen, die schwierig waren, überhaupt die Aussage zu treffen, Christus ist ein Priester nach der Weise Melchisedeks. Überlegt das mal, was es heißt. Die Juden haben gesagt, was? Wo steht das denn? Das sagen die heute noch. Zeig mir das doch mal. Wo steht das denn in deinem, was ist denn das, wo ist denn dieses Priestertum Melchisedeks überhaupt mal eingesetzt worden? Was faselt ihr denn da? Ja? Das Gesetz des Geistes? Was soll das denn sein? Das Gesetz Christi? Von diesem Jeschu? Wo steht denn das Gesetz Christi formuliert? Zeigt mir das mal im Tanach. Das sagen die heute noch. Das, wovon wir glauben, das ist ja feste Basis, ist die Grundlage des christlichen Glaubens, war zu der Zeit und ist auch, je näher man nach Israel kommt, angefochten, widersprochen, nicht geduldet. Und ich sag mal, nach 2000 Jahren Christenheit hat sich vieles auch so etabliert, ja, und ist auch gewachsen und ist auch verständlich geworden. Paulus zum Beispiel, wir sehen es auch gleich noch im Römerbrief, Paulus hat gesagt, das Gesetz hat sich geändert, weil das Priestertum sich geändert hat. Ja, das Priestertum ist von Levi und Aaron auf Christus gewechselt. Kein menschliches Priestertum mehr, sondern ein ewiges Priestertum, ein göttliches Priestertum, ein Messias-Priestertum. Wenn sich aber das Priestertum ändert, muss sich auch das Gesetz ändern. Hohohoho, das kann ich hier in Interlaken, kann ich das sagen, da schimpft mich auch keiner. Aber wenn ich das in der Synagoge sage, dann fliegt man hochkant raus. Ja? Sagen, was, wie, das Priestertum hat sich geändert? Das Gesetz hat sich geändert, was faselst du da? Aber das ist biblische Lehre, Hebräer 7, Vers 12. Wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Welches Gesetz? Naja, das Gesetz vom Sinai. Wie, das muss sich ändern? Wir müssen das Gesetz doch halten. Auch wir Christen, nicht ganz. Tempel und so weiter können wir nicht mehr. Ja? Aber 10 Gebote, die gelten ja noch für uns. Frage, dürfen wir aus dem Gesetz so 10 Gebote rausschneiden? Oder? Das darf man eigentlich nicht. Das Gesetz ist ein monolithischer Block. Das hat Gott gegeben. Das ist so monolithisch, das hängt so zusammen, dass Paulus sagt, wenn einer ein Gebot übertritt, ist er das ganze Gesetz schuldig geworden. Das hängt zusammen. Ja? Das heißt, wenn ich ein kleines Gebot übertrete, bin ich das ganze Gesetz schuldig geworden. Das ist auch der Sinn des Gesetzes. Das heißt also, ich darf nicht 10 Gebote daraus lösen. Und sagen, gut, die erscheinen mir moralisch gut und deswegen, du sollst dich töten, du sollst dich Ehe brechen, das übernehmen wir und den Rest nehmen wir nicht. Das geht nicht. Was wäre denn da die Lösung für?
Unsere Lösung ist die, wir halten nicht das Gesetz vom Sinai, wir halten das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit. Das ist mehr als das Gesetz vom Sinai. Das beinhaltet das Gesetz vom Sinai und übersteigt das noch. Aber das ist nicht mehr Gesetz vom Sinai. Ja? Nur mal so als kleine Einführung. Ihr hört das aber kaum heute. Ja? Das Gesetz des Geistes, was ist das denn? Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi in dem Fall erfüllen. Ach so, das Gesetz Christi heißt, ich soll die Last des anderen tragen? Ja, genau. Ja, wieso soll ich das tun? Naja, weil Christus doch deine Last getragen hat, trag du die Last des Nächsten. Ja, dann soll ich ja dasselbe tun, was Jesus getan hat? Genau. Ja, warum das denn? Weil du Leib Christi bist. Das ist vielleicht schwierig für uns, wenn man das erste Mal hört. Wir sollen nicht das Gesetz halten. Wir sollen Christus darstellen. Ja? Wenn ich das in Großbuchstaben sagen könnte, würde ich das in fetten Großbuchstaben sagen. Wir sollen nicht das Gesetz halten. Wir sollen nicht zurück zum Sinai. Wir sollen Christus darstellen, denn die Gemeinde Jesu ist ja sein Leib, ist seine Leibesgemeinde. Sodass die letzten 2000 Jahre noch kleine Christi oder Christen, ja, hört ihr das? Die sind in der Welt überall noch unterwegs. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist mehr als Israel. Ja? Israel ist etwas anderes als die Gemeinde Jesu. Israel hatte eine irdische Landverheißung. Die Gemeinde Jesu hat die Ewigkeit als Verheißung. Und den Himmel und alles, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Es ist alles euer, aber ihr seid Christi, in Christus ist Gottes. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist nicht zum Sinai zurückzugehen und die Gebote zu halten. Predigt ist nicht Moral, Predigt ist Wahrheit im Geist. Das ist Predigt, in Christus. Ja? Das heißt, die Aufgabe der Gemeinde ist nicht, Gebote zu halten, sondern Christus darzustellen, vielleicht auch in Schwachheit und in Mangelhaftigkeit. Ja, aber das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und deswegen findet ihr im Neuen Testament auch nie, dass wir die Gebote halten sollen. Ja? Sondern Paulus sagt, zieht den neuen Menschen an und zieht den alten Menschen aus. Das schreibt ein Pharisäer. Ja? Überlegt euch das mal, der im Gesetz unterwiesen war. Der hätte doch auch sagen können, jetzt seid ihr wiedergeboren, jetzt habt ihr Gottes Geist, jetzt habt ihr Kraft, das Gesetz zu halten. Also fangt mal mit den 10 Geboten an und dann gehen wir da bis 613 Gebote, das schaffen wir schon. Das wär für mich eine logische Konsequenz gewesen, das hat Paulus nicht gemacht. Paulus hat sich wie kein anderer vom Alten Testament gelöst. Petrus hing da noch so ein bisschen drin. Judas, Jakobus, die hingen alle noch so ein bisschen. Paulus hat das nicht gemacht, Paulus hat sich ganz auf Christus verlassen. Paulus hatte ein anderes Evangelium, das paulinische Evangelium. Ja? Das ist etwas anderes als das Alte Testament. Das ist ein himmlisches Evangelium. Und deswegen schreibt er, zieht den alten Menschen aus, zieht den neuen Menschen an. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist. Ja? Sitzen zur Rechten Gottes, das ist die Berufung der Gemeinde Jesu. Unsere Berufung ist nicht etwas zu tun, sondern etwas zu sein. Das ist was ganz anderes. Und wenn du etwas geworden bist in Christus, dann sollst du auch etwas tun, aber in der Reihenfolge. Ja? Für die Juden war das Halten des Gesetzes schon das Ziel des Glaubens. Für Paulus ist das Gesetz nur Übergang, um zu Christus hinzuführen. Für Paulus war Christus das Ziel. Und er scheucht die Menschen mit dem Gesetz zu Christus. So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister, unser Erzieher, unser Pädagoge hin auf Christus. Für den Juden ist das Halten des Gesetzes schon das Ziel. Halte das Gesetz, dann bist du angekommen im Judentum. Paulus geht weiter. Paulus zeigt, dass das Gesetz Zorn anrichtet, weil der Mensch das Gesetz nicht halten will. Der Mensch will frei sein, der Mensch will eigentlich selber Gott sein, er will unabhängig sein. Ihr seht das ja draußen, Geld haben, jung sein, frei sein. Ich will mein Leben leben, so wie ich es will. Ich will mein kleiner Gott sein. Ja? Und wenn der Mensch dann anfängt, so durch die Jahre zu gehen, dann merkt er, dass er da ganz verzagt wird, so als kleiner Gott. Ja? Und dass er den großen Gott braucht. Aber das ist der Gedankengang im Römerbrief, das ist etwas anderes, das ist ein anderes Evangelium. Es geht darum, Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, du musst etwas sein, du musst von Neuem geboren sein, du brauchst diese neue Natur, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen.
Und das ist ein Gesetz des Geistes in Christus, das ist das Gesetz Jesu, das ist das Gesetz der Freiheit. Das ist nicht mehr Gesetz vom Sinai. Warum denn nicht? Weil dieses aaronitisch-levitische Priestertum geendet hat. Na gut, kommt es denn mal wieder? Nein, warum nicht? Weil das Priestertum Jesu ewig ist. Es ist ein ewiger hoher Priester nach einer Weise Melchisedeks. Überlegt mal, was das heißt, was das für eine Auslegung ist. Den Melchisedek zu nehmen und sagen, das war ein hoher Priester, Melech Zadok, ja, König, Priester. Jesus wird auch König und Priester sein. Priester ist er heute schon. König wird er, wenn er eingesetzt wird auf dem Ölberg, wenn er kommt. Dann ist er Melech Zadok, sagt Zacharja. Dann wird Frieden sein auf dem Thron zwischen dem Königtum und dem Priestertum in Christus. Und dann wird der Christus Gottes herrschen. Das ist das Haupt und die Glieder. Das ist die Perspektive. Das heißt, unsere Anstrengung, wenn ich das überhaupt so sagen soll, geht nicht zum Sinai, geht nicht ins Gesetz und geht auch nicht in die 10 Gebote, sondern geht dahin, dass wir Christus darstellen. Beispiel: Wenn wir Christus darstellen, werden wir dann Vater und Mutter ehren? Na, natürlich. Das erste Gebot, das Verheißung hat, oder? Ja, wenn wir Christus darstellen, werden wir unseren Nächsten lieben? Ja, natürlich. Werden wir den Namen Gottes lästern? Auf gar keinen Fall. Werden wir stehlen? Nein. Werden wir betrügen? Nein. Werden wir lügen? Nein. Werden wir alles nicht tun? Ach so, das heißt, wenn ich Christus darstelle, halte ich das Gebot sowieso? Natürlich. Wir tun noch viel mehr. Unser Leben wird, wenn Gott Gnade schenkt, ein kleiner Abglanz sein von dem Leben Christi. Und deswegen wird in der Ewigkeit, wird man sagen, das ist wahrhaftig Gemeinde Gottes, das ist Leib Christi. Ja? Josef in Ägypten hätte doch nie gedacht, dass er ein Bild auf Christus ist, oder? Von den Brüdern verraten, verkauft, ins Gefängnis geworfen. Jesus verraten, verkauft, gekreuzigt, in die Hölle, ja, hinabgestiegen. Dann zweiter Mann in Ägypten geworden, Christus auferstanden, wird herrschen. Josefs Leben war ein Bild auf Christus. Hätte der sich nie gedacht, ja? Das ist bei euch auch. Das ist ein großes Geheimnis. Das sind die Werke, in denen wir wandeln sollen, die Gott zuvor bereitet hat, die Gott bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Es geht nicht darum, ich übertreibe ein bisschen, ja, samstags Auto waschen und pünktlich Steuern zahlen. Ja, pünktlich Miet und so, das ist Moral, das ist gut bürgerlich. Es gibt ein Geheimnis der Gemeinde Jesu, das bleibt vielen Menschen verborgen. Das ist etwas ganz Geheimes, etwas ganz Privates zwischen dir und Jesus. Das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief versucht zu erklären an Abraham jetzt. Ja? Und er versucht es auch am Gesetz zu zeigen. Er sagt, für wen gilt denn jetzt dieses Evangelium überhaupt? Und er schreibt jetzt an diese heidnisch geprägten Römer, am Tibor, ja, und versucht denn so ein bisschen da das Evangelium klar zu machen und deutlich zu machen. Und wenn er vom Gesetz spricht, da muss man vielleicht kurz auch klären, manche sagen, man findet die Formulierung, das Gesetz und die Propheten, dann meint man das Alte Testament, ja, das ganze Alte Testament, Tanach, sagen die Juden. Ja, Tanach ist so ein Akronym für Tora, Navi'im, Ketuvim, ja, Tora, 5 Gesetzesbücher, 5 Bücher Mose, Navi'im sind die Propheten, Navi, habt ihr auch im Auto, ja, Navigation, Navi sind die Propheten, kann man sich gut merken, und Ketuvim sind die Geschichtsbücher, Tanach, das ist das Alte Testament. Und Paulus nimmt das manchmal als Sammelbegriff und sagt, das Gesetz und die Propheten sagen dies und jenes und das, und damit meint er das alles, was im Alten Testament steht. Und manchmal meint er vom Gesetz nur den moralischen Anteil, den Teil, ich habe das hier auch moralischer Teil geschrieben, das ist praktisch der Teil des Gottesmenschen zwischen ihm und Gott, weil der Mensch des Alten Testaments hat sich nicht als moralischen Menschen verstanden, sondern als einen Menschen, der in Verantwortung vor Gott ist. Ja, deswegen habe ich das verkürzt jetzt hier als moralischen Teil beschrieben. Und aus den 3 Teilen, da besteht eigentlich das Gesetz. Ja, im Wesentlichen, im engeren Sinn, die 5 Bücher Mose, ja. Aus dem moralischen Teil, wie der Mensch sich verhält vor seinem Gott. Aus dem kultischen Teil, alles was den Tempel angeht, Priestertum und so weiter, Opfervorschriften, Reinigkeitsvorschriften, kultische Reinheit, kultische Unreinheit. Und der soziale Teil, wie Menschen sich untereinander verhalten sollen. Wenn einer einen stößigen Ochsen hat, ja, und der ihm einen Knecht umbringt, was er dann zahlen soll und wie Wiedergutmachung geschieht. Und diese Dinge waren alle im Gesetz. Gott hat das Gesetz gegeben Israel, weil er sagt, ich will nicht, dass ihr so ungezügelt und wild und ungeordnet lebt wie die anderen Völker. Ich möchte, dass mein Volk ein Volk ist, was Ordnungen hat und Strukturen hat und Vorgaben. Deswegen sagt Gott, ihr seid ein heiliges Volk zu Israel im Alten Testament. Und ich möchte gerne, dass ihr, weil das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, sagt Paulus im Römerbrief.
Und ich möchte gern, dass ihr nach diesem Gesetz auch lernt, zu leben und euch zu verhalten. Damit, wenn jetzt zum Beispiel eine Scheidung ist, dass die Frau einen Scheidebrief kriegt, ja, dass das alles in geregelten Bahnen verläuft. Was passiert, wenn jemand ein Unglück angerichtet hat oder wenn jemand anders umgebracht hat? Wie soll man mit dem umgehen? Das Gesetz über die Freistätte, ja, wo man hingehen soll, wenn man aus Versehen jemand getötet hat. Man bleibt dann in der Freistadt und bleibt dann da am Leben und all diese ganzen Dinge. Schön und gute Dinge, ja. Paulus hat im Neuen Testament das Gesetz aber anders verwendet. Paulus sagt, das Halten des Gesetzes ist nicht mehr unser Ziel, sondern er führt mit dem Gesetz zu Christus hin. Das heißt, er überführt den natürlichen Menschen, den Menschen aus der Welt, mit dem Gesetz, mit den 10 Geboten. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Mit diesen Geboten überführt er den natürlichen Menschen seiner Sünde und treibt ihn zu Christus. Und wenn er zu Christus findet, geht ihm ein neues Licht auf. Er wird von Neuem geboren. Er sieht, der neue Mensch unterliegt nicht mehr dem Gesetz. Das ist ein großes Thema, dass der neue Mensch nicht unter dem Gesetz unterliegt. Der alte Mensch unterliegt immer noch dem Gesetz und der alte Mensch wird sterben und der alte wird wieder zur Erde werden. Warum? Weil er das Gesetz übertreten hat. Das Gesetz vom Sinai. Der alte Mensch. Aber der neue Mensch ist frei vom Gesetz. Warum denn? Weil dann, ich schwärme ein bisschen, ja, ich komme ganz vom Thema ab, aber das ist so wichtig. Der neue Mensch ist ja nach Christus geschaffen, oder? Dann ist der neue Mensch perfekt. Hat das Gesetz dann Anspruch an ihm? Nein. Der neue Mensch ist nicht unter Gesetz, weil er das Gesetz vollständig erfüllt. Wenn das Gesetz den neuen Menschen sieht, dann sagt das Gesetz, da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Das ist ja ein Teil Christi, da verziehe ich mich. Ja? Christus hat das Gesetz gegeben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? Der neue Mensch ist doch der Mensch, dessen Bürgerrecht im Himmel ist. Das Gesetz gilt aber nur auf Erden. Ja? Das sind alles so Punkte, wo wir sagen, wir sind, wenn wir in Christus sind, sind wir nicht mehr unter Gesetz. Unser Gesetz ist nicht Buchstabe, unser Gesetz ist Person, Persönlichkeit. Unser Gesetz ist der auferstandene Christus. Was Jesus von dir will, das tu, und was Jesus nicht von dir will, das tu nicht. Das ist schon alles. Ja? Und das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und Paulus benutzt das Gesetz, um den natürlichen Menschen zu Christus hinzubringen, um ihn zu überführen seiner Sünde. Und das hat Paulus von Jesus abgeguckt. Jesus macht das nämlich in der Bergpredigt. Jesus macht in der Bergpredigt das Gesetz Moses so scharf, dass auch dem letzten Israeliten klar ist, das kann ich nicht halten. Und wenn manche so verklärt über die Bergpredigt dann Bücher schreiben und so, dann sage ich, oh, da müsst ihr die Bergpredigt nochmal lesen, ja? Wenn dich deine rechte Hand ärgert, dann hau sie ab. Und wenn dich dein rechtes Auge ärgert, dann reiß es aus. Es ist besser, ohne Hand, ohne Auge ins Himmelreich zu gehen, ja? Als dass der ganze Leib in dir, was macht Jesus denn da? Jesus macht das Gesetz so richtig scharf und so richtig hart. Das geht in den Menschen hinein. Jesus treibt das Volk Israel nach Golgatha. Er ist König seines Volks, er wird verworfen, er wird nach Golgatha gehen, aber in der Bergpredigt bereitet er die Menschen darauf vor, damit sie in den Monaten zwischen dieser Bergpredigt und Christi sterben und auferstehen, verstehen, das brauche ich, brauche Jesus. Ja? Das heißt, Jesus macht das Gesetz so unhaltbar, so scharf, so heftig, so hart, ja, dass der letzte Israelit weiß, ich brauche eine andere Rettung als meine eigene Anstrengung. Und das hat Paulus sich gemerkt. Und so verwendet er das Gesetz. Und so sollen wir das Gesetz auch verwenden. Das dürft ihr auch. Im Büro, im Beruf, in der Familie. Dann und wann sagen, du sollst nicht stehlen. Wir waren letztens auf einer Konfirmation, ist ein bisschen schon her. Da haben die Konfirmanten, die müssen dann ja so auswendig gesagte Teile der Bibel aufsagen. Jetzt mussten die 10 Gebote aufsagen. Es war ein Nachbarjunge dabei, der hatte das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Seine Eltern hatten sich vor 2 Wochen scheiden lassen. Das hat Kraft gehabt. Das Wort ist durch die Reihen gefahren. Ja. Also das ist Gesetz. Und das Gesetz schneidet, das Gesetz ist scharf. Das ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ja? Und trennt Mark und Bein, ist ein Richter der Sinn und Herzen des Gedanken des Herzens. Das heißt also, Paulus benutzt das Gesetz, um die Menschen zu Jesus hin zu zwingen und zu treiben. Und Jesus hat es auch schon gemacht. Ja? Aber wenn der Mensch von Neuem geboren ist, dann soll er wissen, dass er von diesem Gesetz frei ist. Und trotzdem muss ich sagen, nur um den Gedanken dann abzuschließen, trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden.
Ja? Weil in den Gottesdiensten auch oft Menschen sind, die von außen kommen und die Gäste sind und die dann hören, wenn der Pfarrer oder der Pastor sagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Dann gehen die nach Hause, die Leute, und ärgern sich. Gehe ich nicht mehr hin. Das geht überhaupt nichts an, was ich mache in meinem Leben. Klar, ich habe im Job da und dort schon mal so eine kleine Aufmerksamkeit angenommen, die ich jetzt nicht unbedingt hätte nehmen sollen. Ja? Aber das geht denen gar nichts an. Wie, ja? So. Die Leute ärgern sich darüber. Und es ist auch gut, weil es ein gewisser Reinigungsprozess ist in der Gemeinde. Ja? Und die kommen vielleicht, da muss ein Pfarrer aber aushalten und ein Pastor. Der kriegt ja Anrufe auch. Ja? Dann schimpfen ja die Ehefrauen. Du hast meinen Mann beleidigt, jetzt kommt er nicht mehr in die Gemeinde und so. Ja? Aber dazu ist das Gesetz da. Und wenn Gott Gnade gibt, dann kommt er irgendwann auch zum Glauben. Dann kommt er auch zurück und sagt, du hattest recht damals. Ich habe mich geärgert damals darüber. Es tut mir leid. Ja? Das Gesetz ist scharf, das ist, und das muss gepredigt werden. Aber für den wiedergeborenen Menschen, der unter dem Gesetz zusammengebrochen ist und der sagt, ich will ja gern das Gesetz tun. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem Gesetz des Geistes widerstreitet, mich gefangen nimmt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dem gehört die Gnade. Und der ist der Einzige, der sie versteht. Und zu viele Christen sind noch stark in sich selbst. Zu viele wollen noch für Jesus etwas tun. Da kommen wir jetzt aber auch wirklich zum Text. Ja? Wollen für Jesus noch etwas tun. Und denen fehlt, dass sie nicht nur von der Gnade wissen, sondern dass sie die Gnade brauchen. Dass sie die Gnade essen. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja? So, jetzt gehen wir da mal in den Text rein. Also, was sagen wir denn von unserem Vater Abraham? Schreibt er an die Römer, ja? Nicht an die in Jerusalem. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wieso Abraham der Vater ist da, ja? Was sagen wir denn von unserem Vater Abraham, dass er gefunden habe nach dem Fleisch? Jetzt mal so ganz irdisch, mal konkret, ja? Also nicht so spirituell geistlich, sondern nach dem Fleisch. Was hat er denn gefunden nach dem Fleisch? Das sagen wir, ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott. Was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also der Glaube wird ihm von Gott angerechnet. Das gibt Gott. Das hat sich Abraham nicht erarbeitet. Das schenkt Gott aus Glauben. Ja? Es gab nur einen Menschen, der sich das erarbeitet hat, die Gerechtigkeit. Das war Jesus. Das war der Einzige, der das konnte. Im Fleisch. Ja? Das war unglaublich. Ja? Was sagt denn die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der mit Werken umgeht, also der das Gesetz versucht zu halten, sich anzustrengen im Glauben, moralisch zu sein, ein integrer Mensch zu sein, ja? Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Also Gott wäre verpflichtet, das jemandem zu geben, aber Gott ist niemand verpflichtet. Ja? Paulus stellt also jetzt die Gnade und das Gerechtwerden aus Gottes Zurechnung der Anstrengung im Gesetz gegenüber. Er sagt, das sind die zwei Pole, zwischen denen wir uns da bewegen. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Ja, Paulus, man muss sich aber doch noch ein bisschen anstrengen. Kannst du nicht einfach schreiben hier, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dann wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Einfach glauben und dann gerecht werden. Also ein bisschen tun muss man schon noch, ja, oder? Paulus nimmt diese Rechtfertigung vom Menschen ganz weg und sagt, die Rechtfertigung ist etwas, was Gott zurechnet, was von Gott kommt und nicht von uns erarbeitet wird. Glaube, und das ist auch was für Großbuchstaben, Glaube ist das Gegenteil von Tun. Ihr hört in den Gemeinden oft, du glaubst zu wenig. Da wird der Glaube zur Leistung gemacht. Das ist grottenfalsch, um das mal so ganz vorsichtig zu sagen. Ja? Das ist grottenfalsch. Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Glaube ist geradezu das Passivste, was ein Mensch tun kann. Wenn ein Mensch Gott sucht und anfängt, die Bibel zu lesen und anfängt, die Gebote zu halten und es ernsthaft tut, dann wird er daran scheitern. Und das Gesetz ringt ihn zu Boden. Der sagt, ich will ja mich nicht gelüsten lassen, Römer 7.
aber ich schaffe das nicht. Ich habe ja Lust nach Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ja? Paulus wäre ja der Erste, der aufgeschrien hätte, wenn jemand sagt, du musst mehr glauben. Paulus sagt, ich will ja. Ich sehe aber nicht, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem widerstreitet. Wer hilft mir denn hier? Das war ja der Punkt. Und wenn ein Mensch an den Punkt kommt, dass er merkt, ich bin ein Sünder, ich bin verloren vor Gott und ich verdiene die Verlorenheit sogar, ja, dann liegt der am Boden. Und wisst ihr, was man dem dann nur noch sagen kann? Du wirst gerecht aus Glaube, ohne Werke, ohne Anstrengung. Das rechnet Gott dir zu. Und ein Mensch, der in der Position ist, der kann auch nicht mehr. Soll ich dem sagen, steh auf, stell dich nicht so an? Da sagt er, ich habe das schon versucht, ich bin immer wieder aufgestanden, bin immer wieder gefallen. Ich bin immer wieder gescheitert an diesem Anspruch Gottes. Ja? Und das ist die enge Tür, durch die ein Mensch geht. Und dieser Mensch, der am Boden liegt, zerknirscht ist, am Ende ist, Paulus beschreibt die Situation ja auch, ja? Dem kann man nur sagen, lass ab von deinen Werken. Glaub an den, der für dich. Und dann rechnet Gott dir das zu, ohne Werke. Ohne Tun, ohne Anstrengung. Und das heißt oft Hängematten-Christentum von den Gesetzesleuten. Ja? Also diese Reihe Gesetz und Werke, das kommt maßgeblich aus dem Römerbrief. Ja? Weil die sagen dann nämlich, was du predigst, ist Hypergrace, Hypergnade. Dann sage ich, was ist denn Gnade überhaupt anderes als Hyper? Ja? Die Gnade ist absolut, ist in seinem Wesen nach Hyper. Sonst wäre Gnade ja nicht Gnade. Und das war natürlich heftig, was der Paulus hier schreibt. Das darf man nicht unterschätzen. Es gab nämlich in Israel, ich weiß nicht, ob das die nächste Folie ist. Ah, genau. Das ist ein interessanter Vers. Ihr Männer von Israel, helft, dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, wieder dieses Volk, wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte gemein gemacht. Dieser Mann ist eine Pest. Dieser Mann redet wieder unser Volk und redet wieder das Gesetz und redet wieder den Tempel. Was hat Paulus denn wieder das Gesetz gesagt? Der hat gesagt, dass wir ohne Halten des Gesetzes gerecht werden. Und das war Blasphemie in den Vorstellungen der Juden. Das geht nicht. Ohne Beschneidung, ohne das Gesetz, einfach so, das ist ja Hypergrace. Ja? Das, was Paulus da, also da gab es Menschen in der Apostelgeschichte, findet ihr das auch, das sind Menschen, die glauben an Jesus und sind trotzdem alle Eiferer fürs Gesetz. Hört ihr das? Das ist die Keimzelle der Gemeinde Jesu in Jerusalem damals gewesen. Die glaubten, dass Jesus der Messias war, aber sie eiferten immer noch fürs Gesetz des Mose. Warum? Weil denen noch nicht klar war, dass in Christus ein neues Priestertum angefangen hat. Dass das Gesetz des Mose abgelöst wurde durch das Gesetz des Geistes. Die waren noch im jüdischen Kultus. Und die haben gesagt, okay, also einverstanden. Ich übertreibe ein bisschen, ja. Jesus ist der Messias, aber dann nur für uns und nicht für die Goi. Nicht für die in Athen. Das sind Unbeschnittene. Haben wir nichts zu tun mit. Jesus war Jude, der ist nur für uns gestorben. Ja, das ist unser Messias und wir sind Eiferer fürs Gesetz und da findet man diese Keimform. Jetzt geht Paulus aber her und sagt, das Gesetz vom Sinai gilt nicht mehr. Warum? Weil in Christus ein neues Priestertum begonnen hat. Da haben die gesagt, Paulus, du bist ein Irrlehrer. Du fängst mit einem neuen Priestertum an, jetzt bringst du auch noch Heiden in den Tempel, jetzt redest du wieder das Gesetz, wieder die Beschneidung, wieder den Tempel. Warum denn wieder den Tempel? Weil er sagt, die Korinther, das ist der Tempel Gottes. Hier ist doch der Tempel. Könnt ihr doch sehen, könnt ihr anfassen, aus Holz und Stein. Hier sind die Priester. Hier hat Gott gesagt, will Gott sein Haus bauen. Ich sehe keinen Tempel in Korinth, außer den griechischen Zeus-Tempel. Wie kannst du hergehen, die unbeschnittenen Goi als Tempel Gottes bezeichnen? Du redest wieder den Tempel, wieder das Gesetz, wieder diese Städte. Mache ich jetzt auch. Hat Paulus ja auch gemacht. Aber ihr versteht auch, wie viel Widerstand das gestoßen ist bei Gesetzesleuten. Ja? Dass die diese Gnade, diese wirkliche Gnade in Christus nicht verstehen, weil sie die nicht brauchen, weil sie selber immer noch auf eigene Rechnung unterwegs sind, weil sie in eigener Anstrengung Christ sein wollen. Entschuldigung, wie der Saul.
Ja, der war auf eigene Anstrengung unterwegs und lief den Eseln seines Vaters hinterher. Nicht die Schafe bei David. Saul lief den Eseln hinterher. Ja, und war müde, war ausgebrannt, war kaputt. Aber er darf sich zugeben. Er muss die Fassade offen halten. Ja, aber Gott lässt uns da in dieser Sache dahinter schauen. Orientierung verloren, kein Proviant mehr, weiß nicht, wo der Mann Gottes wohnt, hat kein Geld mehr, hat keine Lust mehr. Mein Vater soll sich um uns kümmern. Er sucht keine Schafe, er sucht Esel. Ja? Das ist Saul, das ist eine ganz besondere Art zu glauben, die uns da vorgestellt wird. Aber ich will euch damit nur zeigen, dass was Paulus hier schreibt, wenn er sagt, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, der nicht das Gesetz hält, aber an den glaubt, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Der ist angekommen, ihr seid frei geworden in Christus. Warum denn? Weil wir Gott glauben. Wir glauben, was der Vater im Himmel für uns getan hat. Wir sagen, danke, lieber Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn geschenkt. Dankeschön, wir essen das Evangelium, das ist uns Labsal. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das Evangelium ist eine Herzenssache, ist keine Kopfsache. Ja? Das heißt also, das, was Paulus hier schreibt, er sagt, Abraham hat Gott geglaubt und das hat genügt. Das hat Gott gefreut. Gott hat gesagt, ich werde etwas tun, was ihr euch nicht vorstellen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr das glaubt. Ich freue mich über jeden, der das glaubt. Und dieser Glaube, ja, der verändert auch. Weil dann ein neues Wesen in jemandem ist. Und weil die Menschen neu anfangen, sich zu verstehen, selber aus Christus heraus zu verstehen. Und wisst ihr, das ist ja auch so, wenn ich das noch einschieben darf, man versteht ja dann plötzlich auch seine eigenen Unarten. Dass man sagt, auch in meinem Wesen sind Untiefen, die nicht in Ordnung sind, die bringe ich alle zu Jesus. Ja? Und diese Dinge sind alles alter Mensch. Und ich darf in Christus neuer Mensch sein. Und wenn ich das in mir entdecke, dann braucht mich das nicht mehr zerknirscht und verzagt zu machen. Sondern dann sage ich, Herr Jesus, ich habe dir das alles gesagt und es ist alles bereinigt zwischen uns und das nimmst du und der alte Mensch, der geht dahin und ich darf in dir sein. So ich denn aber sündige, so sündige nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das schreibt Paulus. Das ist Seelsorge mit biblischer Dogmatik. Das finde ich schön. Ja? Das ist kein billiger Trost, den man sich so zuspricht. Das ist Dogma, das ist wahr. Und weil das wahr ist, tut das dem Menschen gut. Das macht uns robust, das macht uns stabil. Wir verstehen uns aus dem Evangelium heraus, auch psychisch, obwohl es nur eine Nebenwirkung ist. Ja? Die Psyche ist heute oft in Gemeinden sehr in der Mitte, seelisch-psychisch. Ja? Aber das sind geistliche Wahrheiten aus dem Evangelium, die Gott uns zuruft. Die haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat sich kein Mensch ausdenken können, was das Evangelium schreibt. Sonst wären ja andere Religionen auch in der Lage, das zu formulieren. Es kommt nur vom Evangelium. Ja? Und da ist Frieden im Herzen. Da entsteht der Friede, den haben die Pharisäer nicht, die Muslime nicht. Ja? Und das ist wichtig. Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Ja? Glaube ist das Passivste, was man tun kann. Glaube ist Ablassen von eigenen Anstrengungen. Glaube ist Ablassen vom Gesetz. Glaube ist Bekennen, Herr, ich will, aber ich kann nicht. Ich danke, dass du hast. Und dann gehen wir getrost unseren Weg. Wir gehen einfach weiter. Wir lassen uns da nicht aufhalten. Wir schauen nicht zurück. Wir schauen nur noch nach vorne. Christen dürfen immer nach vorne gucken. Und was hinter uns ist, das ist alles vorbei. Das ist alles in Gottes Gnade. Und das sorgt Gott für. Lasst es liegen. Ja, wir gehen immer weiter vorwärts. Das ist das Evangelium. Weil wir eine Perspektive haben. Ja? Wir wissen, wo wir hingehen. Also Glaube ist das Gegenteil von etwas tun. Das schreibt der Paulus auch, formuliert das weiter aus. Der sagt, nach welcher Weise ja auch David, hat es ja auch schon geschrieben, sagt er in den Psalmen, ja? Nach welcher Weise auch David sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Ja, Paulus, jetzt fängst du ja schon wieder an, nimmst die Psalmen, Tanach, missbrauchst die jüdischen Schriften, um deine Irrlehre von der freien Gnade zu rechtfertigen. Also mindestens einmal 40 weniger eins. Ja? Das ist schon Todesstrafe. Du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Ja? Er sagt jetzt, David hat es doch schon geschrieben. David sagt, selig, also das ist im Deutschen auch so, glückselig, ja? Glückselig sind die, welche in ihre Ungerechtigkeiten vergeben sind und welchen ihre Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, welchem Gott die Sünde nicht zurechnet. Warum? Weil wir glauben an seinen Sohn. Dann rechnet Gott das nicht zu. Gott streicht diese Rechnung einfach aus, ohne dass wir uns anstrengen, ohne dass wir im Gesetz uns selber und dem Nächsten beweisen, dass wir rechte Kerle sind. Was macht der Gesetzesmensch nämlich? Der beweist sich selber, schau mal, ich bin wer.
ich krieg's hin. Und du bist noch nicht so weit wie ich. Er beweist es sich und er beweist es seinem Nächsten und er beweist es sogar noch Gott, dass er ein rechter Kerl ist. Und sagt, wenn du mir das Heil nicht zusprichst, dann bist du nicht gerecht. Ja? Denn Paulus hat ja am Anfang geschrieben, wer aus Gesetz gerecht werden will, dem wird die Gerechtigkeit nicht zugerechnet aus Gnade, sondern aus Pflicht. Als ob Gott in der Pflicht wäre, uns etwas zu geben. Der Gesetzesmensch sagt, das ist ein Deal. Ich halte mich an die Bedienungsanleitung und dann kommt der Tag der Abrechnung. Bitte, das ist mein Recht. Ja? Das ist der alte Mensch, das ist der religiöse Mensch, das ist der moralische Mensch, das ist ein Mensch, der nicht zerbrochen ist. Dem Zerbrochenen tut sich etwas Neues auf. Wer im Islam zerbricht, der kommt in die Drogen, in den Alkohol und zum Schluss in den Selbstmord. Wer im Buddhismus, in der Esoterik zerbricht, kommt genau in dieselbe Fatalität. Da gibt es keine Perspektive. Wer im Evangelium zerbricht, findet zu Jesus. Ja? Denn die Betrübnis der Welt, wie sagt Paulus, führt zum Tode, aber die göttliche Betrübnis führt, ich weiß jetzt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ja? Der nimmt diese weltliche Betrübnis und die göttliche Betrübnis, die führt zum Heil, ja, in Christus. Also er stellt es gegenüber. Ja? Und vor Gott hinzugehen und zu sagen, ich will, aber ich kann nicht, das ist ein Offenbarungseid und eine Kapitulation, die zum Heil führt. Das entlastet unglaublich und wir sollen entlastete Leute sein. Ja? Weil wir die Last auf Jesus abgeben. Und dann werden wir fröhliche Christen. Wir sind gerne Christen. Wir wissen dann auch, warum wir Christen sind. Ja? Ja? Das ist dann die Wiedergeburtsprozess. Ja, ist ein Prozess auch, ja. Ist dann die Taufe noch drin oder nicht? Die Taufe? Also die Taufe ist, glaube ich, nur ein Zeichen für den Glauben, den man sowieso schon bekommen hat, auch ohne Taufe. Taufe ist ein Zeichen. Paulus macht es gleich mit der Beschneidung auch, sehen wir noch. Ja, also die Taufe ist eigentlich wie eine Art Zeugnis. Also man kann natürlich sagen, ich glaube an Jesus Christus, ja? Oder ich kann sagen, ich lasse mich taufen und ich symbolisiere durch das Untertauchen unter Wasser, mein alter Mensch ist gestorben und durch das Auftauchen, ich lebe in Neuheit des Wesens in Christus. Muss aber nicht sein. Ist nicht heilsnotwendig. Ja, heilsnotwendig ist nur der Glaube. Add-on. Ja, also der Schächer am Kreuz konnte sich nicht mehr taufen lassen. Ist trotzdem in den Himmel gekommen. Paulus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Ich glaube, ich habe den und jenen getauft und da glaube ich noch, bin aber nicht ganz sicher. Taufe ist aber nicht meine Aufgabe, sagt er. Ich bin gekommen. Also um vor Gott gerecht zu werden, braucht man nur Glaube und sonst nichts. Nicht Glaube und Gesetz. Nicht Glaube und Anstrengung. Nicht Glaube und Maria. Nicht Glaube und Israel. So, noch ein anderes Thema. Ja? Ja. Ja, gibt es auch, ja? Ja. Taufe im Wasserbad des Wortes. Das Wort reinigt uns. Das Wort ist Geist. Wer voll Geist ist, ist voll Wort. Wer voll Geist ist, ist nicht voll Schwärmerei, nicht voll Emotion. Ja? Wer voll Geist ist, ist voll Wort. Das Wort ist Geist. Ja? Gott ist Geist. Christus ist Gott. Christus ist das Wort. Das Wort ist Geist. Gott ist, das ist eins. Ja? Und die engste Verbindung, die wir zu Gott haben können in der diesseitigen Welt, ist nicht Zungenrede, sondern Gottes Wort gelesen in der stillen Zeit. Das ist direkter Geist Gottes in uns. Darauf ruht der Glaube. Ja? Nicht auf Emotionen. Der Glaube schließt Emotionen nicht aus, aber die Basis des Glaubens ist nur das Wort Gottes, das allein. Und das macht Gott lebendig durch seinen Geist. Das Wort ist Geist. Ja? Und heute wird das oft verwechselt mit Emotionen, mit Gefühlen und mit allen möglichen Schwärmereien. Ja? Ist aber selig. Okay, wo war ich denn hier stehen geblieben? Also es ist so ein großes Thema und es ist so wichtig auch, ja, weil wir haben heute Morgen am Frühstückstisch kurz gesprochen, die prophetischen Dinge werden sich so oder so erfüllen. Ich mag Prophetie, ja, ich versuche das so nüchtern wie irgendwie möglich auch rüberzubringen. Aber das hier, das ändert unser Gottesbild. Das ändert unseren Glauben. Das macht aus uns entlastete, fröhliche Christen, die stark sind, die wissen, warum sie glauben, die erklären können, was sie glauben, ja? Die fest sind in diesem Wort Gottes. Und das Wort, das prägt uns. Wenn ihr einen blöden Film guckt, der prägt euch auch, ja? Hört ihr blöde Musik, wird man auch blöd von, ja? Liest man Gottes Wort, es füllt einen. Das füllt uns, wir sind andere Leute. Wenn man aus der Bibelstunde rauskommt, das ist wie so eine Biene, die aus der Blume rauskommt. Die hat nur so ein bisschen Blütenstaub an sich. Ja? So geistlicher Blütenstaub, den nehmen wir so mit.
Ja? Der nützt sich wieder ab, dann gehen wir wieder zur Blüte hin und tanken da wieder auf. Das ist Gottesdienst. Ja? Das müssen die Pastoren tun. Die müssen dieses Wort Gottes, dieses fremde Wort Gottes, müssen die uns nahe bringen, damit wir das essen. Ja? Okay, also nach welcher Weise David auch sagt, dass die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet. Gott rechnet das zu. Ja, das, wer hier, der Einzige, der hier etwas tut, ist Gott. Der nimmt nämlich den Schuldbrief, zerreißt den, streicht das alles durch. Und wir sagen nur, ja, ich glaube das, was du getan hast. Und ich brauche das dringend. Dankeschön. Das ist Glaube. Glaube ist das Gegenteil von etwas tun. Nehmt das mit, das ist wichtig. Ja? Und das, wenn in den Gemeinden gesagt wird, ihr glaubt zu wenig, das ist so schlimm, dass jeder drittklassige Psychologe würde merken, dass das Falsch, das ist Gift, das ist bitter. Ja? Das macht Menschen kaputt. Ja? Da sagt er, also jetzt geht es um die Beschneidung. Gilt jetzt dieses Heil nur für die Juden oder gilt es auch für uns Heiden, ihr lieben Römer? Gilt es nur für die in Jerusalem, die eiferer fürs Gesetz sind, oder gilt es auch für euch am Tiber? Das ist jetzt die Frage. Ja? Er sagt, nun, sagt er, diese Seligkeit, diese Rettung in Christus, durch den Glauben geht sie über die Beschnittenen oder auch über die Unbeschnittenen? Ja? Über die Juden oder auch über die Griechen? Für wen gilt das jetzt? Jetzt entwickelt er das. Die Juden haben gesagt, nee, das gilt nur für uns. Paulus, Apostel der Heiden, der Nation, sagt, nein, das gilt für die ganze Welt. Das gilt für alle, die glauben. Ja? Ketzerei übrigens, des Todes würdig. Man muss sich überlegen, was das für mutige Leute waren, dass sie das geschrieben haben, ja? Dass sie sowas formuliert haben. Das hat ihr Leben Gut und Geld gekostet. Ja? Wir müssen ja sagen, dass Abraham sei sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja? Abraham hat Gott geglaubt und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Das steht ja in der Schrift. Wie ist er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ah, sagt er, Abraham hat erst geglaubt und beschnitten wurde der später, ein paar Kapitelchen später. Hoho, sagt er, dann ist ja der Erzvater Abraham, einer der Erzväter Israels, der ist ja dann gerecht geworden vor Gott, bevor der beschnitten war. Dann ist der Abraham ja als Unbeschnittener gerecht geworden vor Gott. Das sagt Paulus hier. Könnt ihr euch vorstellen, was da im Judentum los war, im Sanhedrin? Was? Du Ketzer, du ihr Lehrer, das kann ich doch, sagt Paulus, das stimmt. Steht er da. Kommt erst ein paar Kapitelchen später, dass Abraham sich beschneidet. Konnte Abraham das Gesetz halten? Nö, warum denn? Warum nicht? Kam viel später. Ja, 430 Jahre später kam überhaupt erst das Gesetz. Abraham konnte das Gesetz überhaupt nicht halten. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, oder? Ja. Wie denn? Als Abraham schlief, da hatte Abraham gar keinen Anteil an dem Bund. Gott hat einen Bund mit dem glaubenden Abraham geschlossen. Ja? Heute hört ihr aber, Abraham ist der Urvater Israels. Abraham ist der, soll ich das jetzt einschieben? Nur ganz kurz, ja? Das brennt mir also auf dem Herzen, ja? Also der Abraham, so wird heute gesagt, wer dich segnet, den will ich segnen und wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Und dann sagen die Juden, ja, Abraham war halt Jude, obwohl sein Enkel, Urenkel erst Jude war, ja, weil da wurde Juda ja erst geboren, Abraham konnte noch gar kein Jude sein. Und deswegen, alle, die Israel segnet, werden gesegnet und alle, die Israel verfluchen, werden verflucht. Das hört ihr überall, überall, oder? Jetzt müsst ihr genau hinhören, was der Paulus sagt dazu. Der Paulus sagt, so werden wir denn nun gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Und er sagt, Abraham ist unser aller Vater. Warum ist denn Abraham unser Vater? Wir sind doch aus Japhet, wir sind ja keine Semiten, wir sind nicht aus Sem. Abraham war Semit, Asiate, ja, Vorderasien. Wir sind Europa, Germanen und, weiß nicht, wie die Schweizer, bin ich nicht so Völkerkundler. Ja? Wir sind eine ganz andere Ecke, ja. Wir sind aber gehören genauso zur Gemeinde Jesu, wie wenn ein Jude zu Jesus kommt. Wie kommt Paulus dazu zu sagen, dass Abraham unser aller Vater ist? Naja, wir glauben wie Abraham. Wir haben nicht dieselbe Blutlinie wie Abraham. Wir glauben wie Abraham. Was hat Abraham denn geglaubt? Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken würde. Ja? Abraham hat gesagt, wir gehen jetzt rüber zu dem Berg Moria und wenn wir angebetet haben, werden wir wieder zurückkommen. Wer wir? Naja, Abraham und sein Sohn Isaak. Ja, Moment mal, aber Abraham sollte den Isaak doch opfern. Ja gut, sagt Abraham, wenn Gott die Verheißung auf Isaak gelegt hat, dass ich in Isaak Nachkommen bekomme,
Und Gott jetzt will, dass ich den opfer. Und das ist die einzige Konsequenz daraus, der wird den wieder lebendig machen. Das war Glaube, oder? Ja, eine Sekunde, Moment. Das heißt also, Abraham glaubt an die Auferstehung des Isaak. Und wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach der Opferung wieder auferweckt hat, oder? Dann hatte ja Abraham einen Auferstehungsglauben und wir haben auch einen Auferstehungsglauben. Ja, natürlich. Ja, dann glauben wir ja wie Abraham. Genau, dann sind wir ja Abrahams Kinder. Exakt. Das heißt, Abraham ist nicht die Israelslinie, Abraham ist die Glaubenslinie. Und deswegen werden wir gesegnet mit dem glaubenden Abraham, weil wir den Glauben Abrahams haben. Ja? Und jetzt wird es noch doller. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt vor der Opferung. Ja? Denn er sagt ja, wir gehen jetzt rüber zu dem Berg Moria und wenn wir angebetet haben, dann kommen wir zwei wieder zurück. Dann gehen wir wieder heim. Das würde heißen, wenn die Jünger diesen Glauben gehabt hätten, hätten die gesagt, unser Herr Jesus, der wird nicht sterben. Und wenn der sterben würde, dann wird der auferstehen. Oder wenn Abraham bei der Kreuzigung dabei gewesen wäre, war er ja nicht. Obwohl Jesus mal einen ganz seltsamen Satz sagt. Jesus sagt mal, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Boah, Abraham sah den Tag Christi. Also, es scheint fast so, als ob Gott sein ganzes Herz über den Abraham ausgegossen hat. Der sagt, weil du das getan hast, gebe ich dir alles. Ich lasse dich sogar den Tag meines Isaaks sehen. Abraham sah meinen Tag und freute sich, sagt Jesus, erstaunlich, ja? Als ob Gott dem Abraham also eine ganz große Sichtweise gegeben hat, weil Abraham das getan hat. Wenn Abraham bei der Kreuzigung dabei gewesen wäre, dann wäre der Abraham nicht verzagt gewesen. Die Jünger waren ja sehr verzagt, die haben gesagt, alles vorbei, wir gehen wieder fischen. Abraham hat gesagt, nee, wartet mal, dieser Jesus kann nicht tot bleiben. Der muss auferstehen, weil auf ihm liegt ja alle Verheißung. Das war der Glaube Abrahams, das ist groß. Das ist wirklicher Wortglaube, ja, an die Auferstehung zu glauben. Die Jünger haben an die Auferstehung, vor der Opferung, ja, an die Auferstehung zu glauben vor der Opferung, das ist ein Ding. Das ist Wortglaube, das ist Glaube in die Verheißung Gottes. Die Jünger haben mit Mühe und Not erst an die Auferstehung geglaubt, nachdem Jesus auferstanden war, als sie es gesehen haben. Jesus hat es mühsam, ich glaube nicht, außer ich lege meine Hände in seine Nägelmale. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt, vor der Auferstehung. Und deswegen ist Abraham zu Recht ein Vater des Glaubens. Und wir haben so einen kleinen Glauben wie der Abraham auch und das reicht. Ja? Und deswegen sind wir Abrahams Kinder. Und Gott zeigt in Abraham nicht eine jüdisch-israelische Linie mit Landverheißung und Fluchwegnahme für die Juden, sondern er sagt, wer glaubt wie Abraham, den will ich segnen. Und wenn jemand glaubt wie Abraham und jemand den verflucht, den werde ich verfluchen. Gott will die Glaubenden segnen. Und die Glaubenden bewahren, die glauben wie Abraham. Paulus macht im Galaterbrief eine Glaubenslinie. Und deswegen sagt er den Galatern in der Türkei, nicht in Israel, in der Türkei, sagt er den Galatern, ihr seid Kinder Abrahams im Glauben. Ihr seid geistliche Nachkommenschaft. Ihr Galater, das ihr jetzt glaubt, ist Abraham verheißen worden. Deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Ihr Galater werdet gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Wie kann das sein, dass die Christenheit heute, die ist so zionistisch geprägt mittlerweile, dass sie den Segen der Gemeinde Jesu wegnimmt und Israel zuspricht. Ja? Das ist auch Ersatztheologie, da können wir uns in Ruhe mal drüber unterhalten. Ja? Ersatztheologie in der umgekehrten Richtung. Das ist ein separates Thema. Ich will damit nur zeigen, Paulus macht im Galaterbrief ganz klar eine Glaubenslinie auf. Und keine Abstammungslinie. Ich war in Stuttgart in der messianischen Gemeinde, habe ich das erzählt gestern, ja, ne? Ich war in der messianischen Gemeinde und wollte mit denen über die Bibel sprechen, dann sagt einer der Juden zu mir, schlägt sich so in die Armbeuge und sagt, in meinen Adern fließt jüdisches Blut. Sag ich, in meinen Adern fließt germanisches Blut. Ich bin blond und blauäugig, ich habe auch was, ja? Aber lieber Bruder, das spielt keine Rolle mehr, welches Blut in unseren Adern fließt. Wenn wir in Christus sind, sind wir Brüder. Und dann hat das dann auch zugestanden. Aber war ein bisschen schwierig. Oder? Ja? Das spielt keine Rolle mehr, ob wir Jafet sind oder Sem oder Ham. Ja? Das spielt keine Rolle mehr. In Christus sind wir eine neue Kreatur. Sind wir etwas Neues. Und weil wir etwas Neues geworden sind, deswegen tun wir auch. Aber wir gehen nicht zurück zum Sinai. Ja?
Paulus schreibt in Galater 3, Vers 6, gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Galater jetzt, das war hier Römer, ja? So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Haha, die des Glaubens sind, sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie den Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind, gesegnet mit dem glaubenden Abraham. Das ist was Schönes. Und dieser Glaubensbund ist am Sinai nicht abgelöst worden, sondern am Sinai kam das Gesetz hinzu, damit auch formuliert wurde in Buchstaben, was Sünde ist und dass wir einen Heiland brauchen. Aber der Glaubensbund mit Abraham, der galt schon immer und der gilt auch heute. Und der gilt, der ist eine Prophetie für die neutestamentliche Gemeinde in Abraham. Das ärgert die Juden heute noch. Und das aufkommende und erstarkende Pharisäertum in Amerika, merkt ihr das insbesondere, das ärgert die bis aufs Blut. Und die kennen sich gut aus in der Bibel und die torpedieren das, was geht. Das kommt, das gibt einen heftigen Widerstand. Ja. Okay, also Abraham ist zum Glauben gekommen, als er nicht beschnitten war. Oh, wie peinlich, ja. Jetzt war der Mann nicht beschnitten und ist trotzdem schon gerecht gewesen vor Gott. Und damit argumentiert Paulus und sagt, deswegen werden die Unbeschnittenen auch gerecht, wenn sie glauben, wie Abraham. Galaterbrief, ja? Ohne beschnitten zu sein. Jetzt sind wir wieder in Jerusalem und sagen, du redest wieder das Gesetz, wieder die Beschneidung, wieder den Tempel. Was fällt dir ein, Paulus? Du bist ein Irrlehrer. Nee, sagt der Paulus, ich predige den Glauben Abrahams. Mehr als ihr. Ja? Und diese Auseinandersetzung zwischen gesetzlichem Christentum und Gnadenchristentum, zwischen himmlisch gesinnt und irdisch gesinnt, zwischen altem Menschen und neuem Menschen, zwischen dem Menschen in Adam und dem Menschen in Christus, das gibt es heute immer noch in der Gemeinde Jesu. Das werdet ihr immer noch sehen, das gibt es heute noch. Das ist die gleiche Auseinandersetzung, das wird so sein, bis Christus wiederkommt. Ja? Also er sagt, wenn die Verheißung, dass er sollte der Welt Erbe sein, denn die ist nicht geschehen, Abraham oder seine Nachkommen durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wo die vom Gesetz erben sind, ist der Glaube nichts. Dann reicht das Gesetz zu halten, dann braucht ihr nicht glauben. Könnt ihr euch anstrengen, dann durch die Mühen würdet ihr dann in den Himmel kommen und sagen, guck mal, weil ich ein toller Kerl bin, ich habe den Himmel auch verdient. Gott hat schon Glück, dass er mich kennt. Ja, hätte schlimmer kommen können. Ja? Das wird natürlich niemand so sagen, aber das schwingt immer so ein bisschen mit. Ja? Das ist immer die eigene Verdienst, die eigene Anstrengung, die Güte, die man so meint zu haben. Ja? Er sagt, denn wenn die vom Gesetz erben sind, ist der Glaube nichts und die Verheißung ist abgetan. Ist die Verheißung ungültig oder unwirksam. Ja? Aber Gott hat die Verheißung an Abraham gegeben und diese Verheißung Gottes kann nicht aufhören. Ja? Und weil dieser Bund mit Abraham weiter besteht und die Verheißung auch besteht, deswegen muss die Gerechtigkeit aus Glauben kommen, aus Abrahams Glauben, aus Auferstehungsglauben. Ja? Zumal das Gesetz nur Zorn anrichtet, denn wo das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Ja? Also Abraham lebte ja vor Gesetz. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe. Glaubensgewissheit, Glaubenszu. Bin ich denn wirklich gerettet? Der Gesetzesmensch hat ja nie Ruhe. Der weiß ja nie, ob es reicht. Habe ich genug gefastet? Habe ich genug gewallfahrtet? Habe ich genug gepredigt? Habe ich genug gebetet? Habe ich genügend Menschen zum Herrn geführt? Das weiß der Gesetzesmensch nicht. Weil es gibt immer noch mal einen, der hat noch mehr und noch mehr. Ja? Das gibt nie Frieden. Aber wenn der Glaube geschenkt ist, vielmehr, wenn Gott den Glauben gewirkt hat in Christus, dann ist der Glaube, dann ist der, die Rechtfertigung liegt ja dann bei Gott. Und da gehört sie auch hin. Ja? Ein Pastor hat zu mir gesagt, Der Text war gerade her. Ja, er sagt also hier, die unter dem Gesetz sind, meint er die Juden, die Beschneidung. Ja? Also dies gilt nicht nur für die Juden, sondern es gilt auch für die des Glaubens Abrahams sind. Das ist gut, was du sagst, ja? Weil auch hier wieder steht, dass diese Verheißung bleibt fest, weil das Gottes Sache ist. Und diese Verheißung gilt, weil wir uns auf den Abrahamsbund berufen im Glauben. Und weil die Sache nicht an meiner Leistung hängt, sondern an Gottes Tun, ist der Glaube fest. Und dieser Glaube gilt nicht nur für die in der Beschneidung sind, nicht nur für die Juden, sondern gilt auch dem, der des Glaubens Abraham ist. Welcher ist unser aller
Vater. Warum? Weil wir glauben wie Abraham. Das ist die Linie. Das hat mit Israel nichts mehr zu tun. Außer Israel würde glauben. Dann schon, ja? Aber das ist die Glaubenslinie, die Gott uns gibt. Und die Rettung, das Heil ist fest, weil Gott das gemacht hat auf Golgatha. Das kann kein Teufel und kein, wer auch immer, kann das zurückholen. Golgatha ist geschehen. Das ist Tatsache. Das ist passiert. Dann ist tatsächlich das Lamm Gottes für die Sünden der Welt gestorben. Wenn das Lamm Gottes für die Sünden der Welt gestorben ist, dann ist es auch für meine und für deine Sünden gestorben. Dann sind wir gerettet. Und wenn Gott so liebevoll ist mit dem Abraham, dann sind wir gerettet und sind im Willen Gottes, wenn wir glauben, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat und auferweckt hat. Dann haben wir den Glauben Abrahams. Dann sind wir Kinder Abrahams. Der Glaube ist fest. Das hat Gott getan. Da haben wir überhaupt wir haben geschlafen, als Gott diesen Bund gemacht hat. Ja? Abraham ist ja eingeschlafen. Der hat ja einen finsteren Traum gehabt, einen unheimlichen Schlaf. Der hatte einen Sündenschlaf. Und der neutestamentliche Mensch, wenn der zum Glauben kommt, fällt er in dieselbe Finsternis, in diese Dunkelheit des eigenen Ichs. Das ist die Höllenfahrt ins eigene Ich. Dann wird ihm bewusst, wer er wirklich ist. Wie vermodert und wie faul und wie eitrig die eigene Persönlichkeit ist. Und damit stehen wir vor dem heiligen Gott. Und dann kommt Gott und gibt Licht. Und dann macht Gott einen Bund mit uns in Christus, der allein bei ihm ist. Und da sind wir frei. Ja? Das ist ein Geheimnis im Glauben. Und das ist eine enge Pforte. Und den Weg finden nicht viele. Viele gehen einen breiten Weg. Die gehen nicht den engen Weg. Ja? Das ist der enge Weg, den Gott uns hier vorzeigt. Ja? Das heißt also, damit der Glaube fest bleibt, alle Nachkommen fest, ja? Weil das auf Christus gründet. Nicht nur den, der unter dem Gesetz ist, ja, ob das jetzt ein Proselyt war oder ein Israelit, sondern auch denen, die des Glaubens Abrahams sind und die am Tiber wohnen. Das gehört euch auch, ihr Römer, wenn ihr glaubt. Oh, Paulus, komm du mal heim. Das wollen wir doch mal sehen. Wieder das Gesetz geredet, wieder die Beschneidung, wieder den Tempel, wieder dieses Volk. Ja, das war der Vorwurf. Das ist heftig, ja. Also da gehörte schon Mut zu. Ja, und dann schreibt er hier, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Seht ihr das? Wann hat denn Gott da die Toten lebendig gemacht? Na, bei seinem Isaak. Abraham hat also geglaubt, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat, denn Gott macht lebendig die Toten, macht Isaak lebendig und macht Jesus lebendig und macht lebendig, wen er will und macht lebendig, den der glaubt. Ja? Denn wenn wir glauben, werden wir von Neuem, werden wir auferweckt. Gott hat, im Epheserbrief steht das, in den Glaubenden den Glauben gewirkt mit derselben Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Das steht im Epheserbrief. Wir glauben nach der Kraft dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, macht dich glauben. Das ist ein Wunder. Ja? Das sagt die Schrift. Ja? Und er hat geglaubt, auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war mit seinem Isaak und auch mit seiner Frau Sarah. Ja? Die war ja unfruchtbar. Und er hat geglaubt, auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war, auf dass er würde ein Vater vieler Völker, wie denn zu ihm gesagt ist, also soll dein Same sein, deine Nachkommen sein. Ja? Und er ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, denn Sarah konnte auch schon keine Kinder mehr bekommen, sie war ja über ihr Alter hinaus, ja? Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Gott verheißt ihm den Isaak, das heißt, Gott wird auch den erstorbenen Leib der Sarah wieder lebendig machen und seinen eigenen auch. Das war ein Glaube. Ja, Moment mal, dann hätte der Abraham ja eigentlich zwei Auferstehungsglauben gehabt. Der hätte dann ja geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken wird. Und der hat geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah wieder auferwecken wird, oder? Dann hat Abraham hat ja einen doppelten Auferstehungsglauben gehabt. Jetzt ist die Frage, haben wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben? Kommen wir gleich zu. Ich lasse es mal ein bisschen offen. Aber das ist spannend. Ja? Also, darum ist es auch ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, ja? Glaubensgerechtigkeit in Abraham. Das ist aber nicht geschrieben allein um seinetwillen, dass es ihm zugerechnet ist, sondern auch um unseretwillen, welchen es zugerechnet
werden, es soll zugerechnet werden, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Seht ihr das? Ja? Abraham hat den Auferstehungsglauben mit Isaak und uns soll die Gerechtigkeit Abrahams zuerkannt werden, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat, den ewigen Isaak. Das ist die Parallele, die Paulus hier macht. Welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und unserem Gerechtigkeit willen auferweckt? Was? Wieso macht Paulus denn da zwei Dinge draus? Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben, okay. Aber warum ist er denn um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt? Warum konnte Gott den toten Jesus auferwecken? Bitte? Weil er alles erfüllt hat, weil er ohne Sünde war. Ja? Hätte Jesus eine Sünde getan, hätte Gott ihn dann auferwecken können? Nein. Die Tatsache, dass Gott Jesus auferweckt hat, heißt, Jesus war sündlos. Ja? Sonst wäre er im Tod geblieben. Wenn Jesus aber ohne Sünde gestorben ist, ist er ohne Grund gestorben. Ich muss anders sagen. Einverstanden. Der Mensch Jesus hat für seine eigene Rettung das Gesetz gehalten und hätte jederzeit mit seinem irdischen Leib in den Himmel auffahren können. Verklärung, Berg der Verklärung. Der Mensch Jesus hat für seine eigene Rettung das ganze Gesetz gehalten. Er war ohne Sünde, ein Lamm ohne Fehl und hat trotzdem der Sünde Sold getragen, hat trotzdem den Tod erlitten. Er hat mehr getan, als für seine eigene Rettung nötig gewesen wäre. Und das ist für uns. Deswegen hat Gott Christus um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Gott zeigt in der Auferweckung, ich akzeptiere das. Ja, sagt Gott, mein Sohn war ohne Sünde, deswegen habe ich ihn auferweckt. An der leiblichen Auferweckung, die Bibel unterscheidet zwischen Auferweckung und Auferstehung. Ja? Auferstehung ist Christus in seiner Gottheit, der aus eigener Gottheit aufersteht. Auferweckung ist, der Vater greift hinab und reißt den Sohn aus dem Totenreich hinauf ins Leben. Das heißt, wenn Gott Christus auferweckt, dann sagt er, ich habe ihn auferweckt und ich anerkenne, dass er ohne Sünde war. Und wenn er ohne Sünde gestorben ist und hat den Tod erlitten, dann rechne ich euch das zu. Und deswegen unterscheidet Paulus hier zwischen dem Dahingeben auf Golgatha, zwischen Christi Sterben und Christi Auferstehung. Christi Sterben allein genügte noch gar nicht, denn es hätte ja sein können, dass Jesus Sünder war, dann wäre er im Tod geblieben. Die Auferstehung Christi ist das Siegel Gottes, dass er sagt, das erkenne ich, was Christus dort getan hat, das erkenne ich an als Vater im Himmel. Das ist mein Stempel darauf. Und deswegen unterscheidet das Paulus hier. Müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen für, ja? Das ist etwas Großes, dass Paulus das so formulieren konnte. Ja, das ist schon was Großes. Also Zusammenfassung. Wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat. Dann glauben wir ja wieder Abraham. Genau. Sind wir Abrahams Kinder? Natürlich. Ja, freuen wir uns als Goyim, als Unbeschnittene. Ja? Beschneidung brauchen wir nicht. Warum? Wir sind schon beschnitten. Wir sind im Herzen beschnitten. Ja? Tempel brauchen wir nicht. Warum? Wir sind der Tempel. Priester in Jerusalem brauchen wir nicht. Warum? Wir haben schon einen hohen Priester. Wir haben alles. Was wollten uns die Juden geben? Wir haben alles. Und sie könnten es auch haben. Ja? Auch die Muslime und die Gnostiker und die Esoteriker und die Ungläubigen könnten alle diese Dinge haben in Christus. Wir haben alles. Alles in Christus. Das heißt, wenn wir glauben an den, der uns seinen Jesus auferweckt hat von den Toten, glauben wir ja wieder Abraham. Kreuzigung und Auferweckung. Jetzt hatte Abraham aber einen doppelten Auferstehungsglauben. Der hat ja geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah noch zum Leben erwecken würde, sodass Sarah im hohen Alter noch ein Kind gebären kann. Und wenn wir glauben könnten, dass die Tochter Zion im hohen Alter nochmal Wiedergeburt erlebt, die Wiedergeburt Jerusalems, hätten wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Oder? Denn so wie die Sarah im hohen Alter noch ein Kind geboren hat, was niemand geglaubt hätte, es war ein Kind der Verheißung. Sarah hat den Isaak genannt, lachend. Ich sage, die Leute werden lachen, wenn ich das sage, wenn die hören davon, dass ich im hohen Alter noch ein Kind geboren habe. Und im hohen Alter von 2000 Jahren erwarte ich, dass die Tochter Zion nochmal in Wehen kommt. Jesus spricht von Wehen. Ich glaube, dass die Tochter Zion im hohen Alter von 2000 Jahren noch ein Kind der Verheißung gebiert, nochmal wiedergeboren wird. Das ist nicht heilsnotwendig. Ja? Heilsnotwendig ist zu glauben, dass Gott den toten Herrn Jesus Christus aufgeweckt hat nach der Opferung. Aber diesen doppelten Auferstehungsglauben, den dürften wir haben, wenn wir an die Wiedergeburt Jerusalems glauben könnten.
Aber das ist nicht heilsnotwendig. Ich will nur sagen, Abraham hatte einen großen Glauben. Und es lohnt sich, diesem Wort Gottes Vertrauen zu schenken. Das ist reine Wahrheit. Ja, die Bibel ist reine Wahrheit mitten in einer Welt voller Lüge. Ja. Damit sind wir am Ende. Das war Abraham. Das finde ich schön. Ja. Und das macht uns gewiss, wir wissen, woran wir glauben, wir wissen auch, warum wir glauben. Und zum Schluss führt Gott das alles zu einem guten Ende. Ja? Und das ist die Gelassenheit, die wir im Glauben haben dürfen. Wir sind nicht mehr auf eigene Rechnung unterwegs. Ja? Wir gehen nach, aber wir gehen. Wir gehen langsam, wir humpeln, haben heute Morgen am Frühstück gesagt, wie der Jakob, wir hinken ein bisschen, ja? Aber wir haben Licht. Wir gehen aber immer dem Herrn Jesus immer hinterher. Ja? Und der Herr geht uns voraus. Das ist was Feines. Das hat die Welt nicht. Ja? Das gehört ja auch nicht. Es sind Geheimnisse. Es gehört der Gemeinde Jesu. Ja? Damit schließen wir ab. Wir beten noch. Ja?